Scheiß. Grüße, yo. Heute war ich schneller. Besser. Ja, Mikro muss ein Bild sein, weil ihr wisst ja warum. Es ist kurz vor 3 Uhr morgens an einem Sonntag. Ich sollte schlafen, tue es aber nicht. Worüber soll ich reden? Es ist nur ein Vlog. Ah, ich könnte über Batman Ninja reden, aber dazu mal, glaube ich, ein extra Video. Hier, Vlog. Ich habe leider nicht sehr viel Anime sehen können. Und was ich gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, es sind ältere Sachen gewesen. Und dann gab es da noch die neue Season von Sword Art Online, / Gun Girl Online. Wir sind in der 5. Episode und ich muss echt sagen, das Ding ist sogar noch schlimmer als alle bisherigen Reinkarnationen dieser gequirlten Affenscheiße. Okay? Und ich will hier meinen Unmut, okay, an dieser Serie ein bisschen auslassen. Und ein paar Fans ärgern. So wie immer. Ist ja logisch. Auf jeden Fall. Nicht, dass ich immer größere Handlungslöcher auftun, weil du hast in Episode 5 jetzt halt eine komplett abgefahrene... Oh, übrigens, Spoiler. Ich habe keine Ahnung, was man hier spoilern soll, weil es ist echt wirklich keine sehr gute Serie, okay? Du hast den Hauptcharakter, der mehr oder weniger den typischen SJW-Shit abzieht. Ich habe Probleme im realen Leben. Ich verziehe mich in meinen Safe Space. Was anderes ist es nicht. Plus, erste Episode. Du siehst einen Rudel kleiner Mädchen, die das ganze Geschehen der 4. und 5. Episode jetzt eigentlich begutäugeln, wo du aber in der 5. Episode erst bekommst, dass da erst der Kontakt mehr oder weniger geschlossen wird. So mehr oder weniger, sie schauen sich eine Aufzeichnung an. Ich kann nicht sagen, dass es ein Handlungsloch ist, aber es kommt ein bisschen strange rüber. Vor allem, da Figuren im Wohnzimmer sitzen, die eigentlich im Spiel sein sollten. Obwohl, wie gesagt, es könnte sich ja auch um eine Aufzeichnung handeln, was ja eigentlich logisch ist. Also es ist doch kein Handlungspunkt, oder so? Ich glaube, ich habe mich in die Ecke verrennt. Auf jeden Fall, es ist wirklich keine gute Geschichte, okay? Es ist wirklich... Weil vor allem, du bekommst immer noch mit, oh, wir haben alle im realen Leben solche Probleme und lassen hier Dampf ab. Ja, okay, ist ja auch schön und gut. What's the point? Okay, es ist eine sehr flache Story in sich selber. Vor allem, du hast einen Hauptcharakter, der wirklich so weinerlich und so mehr oder weniger unsympathisch rüberkommt. Oh, sie ist groß im realen Leben, und aber eigentlich will sie klein und niedlich sein. Und sie hat sich durch diverse virtuelle Welten getackert, bis sie eben in Gangel Online endlich einen niedlichen Avatar bekommen hat. Hurra, deswegen spielt sie es. Das ist die Charaktermotivation hier. Okay? Und ich bin immer noch, das Ganze hier fühlt sich so dermaßen blur an. Und mir kommt immer noch vor, ich habe in der 5. Episode, wie gesagt, kommt mir vor, als hätten sie hier irgendwie was ausgelassen, weil das Gespräch zwischen dieser Schulmädchengruppe und dem Hauptcharakter irgendwie kommt irgendwie so quasi. Habe ich hier irgendwas verpasst? Es ist irgendwie dieses typische. Oh, das muss auch noch irgendwie rein am Schluss, aber blö. Es ist einfach so. Okay, und übrigens, sie haben nur bis zur 2. Episode geschafft, okay? Bis zur 2. Episode, bevor sie nicht den ersten Kirito Cam hier einbauen. Okay, ja, im Fernsehbericht, ja, am Bett, ja, mit Netgear Ding am Kopf, ist ja auch wurscht. Ich muss sagen, ehrlich, das ist ein Clusterfuck von einer Serie, okay? Vor allem, weil sie jetzt in der 5. Episode so viel neuen Bullshit reingeklatscht haben. Okay? Oh, dieser große, buddige Typ hat tierisch Angst vor diesem anderen Spielercharakter, weil er sie... Weil er wirklich... Oh, ich werde im realen Leben draufgehen. Also, okay? Das Ganze, wenn ich das zeitlich jetzt verstanden habe, spielt ja kurz nach den Ereignissen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die ganze Zeit angehabe, aber es spielt ja entweder zur gleichen Zeit oder kurz danach, nach den letzten Ereignissen
in dieser virtuellen Welt, also mit den ganzen Death Gun-Geschichten und so weiter. Aber wie gesagt, es ist so dermaßen lauwarm, okay? Der feuchte Furz in einer lauen Sommernacht. Dass ich wirklich sagen muss, vom Standpunkt her, wie das aufgezogen ist, das wahrscheinlich noch schlechter sogar als die letzte Season, okay? Einige werden mich wahrscheinlich deswegen, wie kann das denn sein? Das kann doch gar nicht sein, noch 5 Episoden. Tut mir sehr leid. Wenn du das hier alles, wohin soll dieses Ding hier führen? Okay? Man, das ist eine Serie, die so sehr versucht hat, dort Hack zu sein und das nicht geschafft hat. Okay? Die einzigen guten Arc ganz am Anfang mehr oder weniger in die Pfanne gehauen hat. Kurz danach. Und nur noch bergab ging. Da gab es nie irgendwie irgendwas Interessantes. Und sobald irgendwas Interessantes auftaucht, ist es fast wie The Walking Dead. Es wird etwas Interessantes. Das darf nicht sein. Das muss vernichtet werden. Wir haben einen interessanten Female-Charakter mit einer interessanten Backstory. Das muss sofort in den Waifu-Harem. Und ich so... Nee. Ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute wirklich eine Verteidigung für so etwas haben. Also, ist er schlecht animiert? Nein. Sind die Designs schlecht? Nein. Aber es ist so dünn. Okay? Es ist so flach. Ich meine, zum Glück bin ich ja aus der ganzen Social Media Geschichte groß raus. Deswegen weiß ich nicht einmal, ob die Serie überhaupt in irgendeiner Form noch an einen großen Fanbereich hat. Wenn ja, Schande über euch. Ehrlich, wow, es gibt so viele bessere Serien in dieser Season. Die haben nicht einmal alles gesehen, was jetzt noch raus ist, okay? Weil, wie gesagt, ich komme zu fast gar nichts mehr. Ich bin mindestens 2 Episoden zurück, was die neuen Lupin-Serien angeht, okay? Ich glaube, mir fehlen noch mindestens 2 Episoden. Obwohl, ich glaube, die vorletzte Episode von Darling in the Franxx war nur eine Recap-Version oder zumindest eine Behind-the-Scene-Geschichte, wie ich es verstanden habe, weil einige ein bisschen angepisst waren, deswegen. Und selbst da gehe ich auch schon bei 2 Episoden hinten nach. Wie gesagt, momentan ist mein zeitlicher Auslauf ist ein bisschen. Okay. Sorry, aber ich wollte wenigstens ein bisschen was gesagt haben. Und ich muss wirklich sagen, abgesehen von so Sachen wie Batman Ninja, wozu ich wahrscheinlich gleich hier darauf folgend noch ein Video machen werde, muss ich wirklich sagen, ui. Und ich weiß, dass das ein ziemlich beliebtes Cosplay-Material jetzt wird. Weil wirklich, ich kaufe mir eine Airsoft Gun, einer P90 und oben pink angemalt. Hurra! Und die Szene allein. Was soll. Na, es ist so viel. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Die Waffe von uns zu sprechen. Entweder dreht der Hauptcharakter durch oder ist einfach nur irgendwie so eher so ein typischer. Wir müssen ein bisschen Magic reinhauen für die ganz doofen. Und wie gesagt, die ganze Charakterentwicklung in diesem Bereich ist wirklich nur. Hey, du hast dann wirklich, okay. Minderwertigen Hauptcharakter und versuchst es zu rechtfertigen, dass er Badass ist, in einem Bezug von, hey, sie ist super schnell. Warum, wieso, weshalb, weswegen? Er wird sicher irgendwie darüber, weil sie im realen Leben so groß ist, hat sie irgendwie die Ausdauer einer großen Person, aber als Kleiner wirkt das anders eben im Spiel aus, weil das Ganze ja wirklich heimgehämmert wurde am Anfang. Das Ding interessiert dich komplett, yeah, du bist komplett gemacht, dass es ja immer schön sicher ist und so weiter. Und sie hauen ja einen Haufen Redcon-Geschichten auch rein. Also, die möchte ich gar nicht mal anfangen, weil, ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem Zeug irgendwie fast zu viel beschäftigt, als dass es mich interessieren würde aus irgendeinem Grund. Schade darum. Wie gesagt, du hättest etwas Interessantes machen können, aber wie gesagt, das ist einfach nur noch... Wir humpeln noch schnell über eine nächste Ziellinie raus, okay? Ich meine, einige wirklich brüllen hier herum, oh meine Güte, das Ganze mit dem Pferdemädchen und dieses Uma-Musume-Ding. Ich sehe wieder so, oh meine Güte, der Fans, also, oh meine Güte, was für ein sinnloses Ding. Also, oh meine Güte, davon hat man ein paar mehr. Was hast du da? Hast du wenigstens zumindest eine bessere Hintergrundstory. Also, bekommst du Sachen erklärt. Hier ist es mehr oder weniger, warum ist das so? Weil es ein Spiel ist. Okay. Wie gesagt, dünn, aber hey.
Ich bin ja schon über meine 3-Episoden-Regel drüber. Also ich habe schon Episode 5 gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze noch wirklich aus Komplettierungsgründen weiterschauen sollte. Es gibt so viele andere Sachen, die wesentlich mehr Zeit aufbringen würden und wesentlich wertvoller wären, angeschaut zu sein. Okay? Wie gesagt, ich komme dazu jetzt in dem nächsten Video. Aber auf jeden Fall, nee, wirklich, ehrlich. Also für meine Schauprogramme kann mir keiner mehr sagen, dass das hier eine Serie wert irgendwelcher Zeit ist. Ich nehme es euch nicht weg, aber beim besten Willen Sympathie für diesen Bullshit bekommt ihr von mir nicht, okay? In dem Sinn, cheers, bis zum nächsten Video. Es wird dann gleich danach hinaus kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Hochladen dauert, aber hey, c'est la vie. Cheers, bis zum nächsten Mal. Das Tolle an dem Ding ist, Sachen bleiben wirklich lange heiß. Negativ, es kühlt auch nicht sehr schnell, das Zeug ist immer noch saumäßig heiß. Ui. Wie gesagt, Inhaltsstoffe nicht fragen. Das Ding, das Zeug hier drin ist wahrscheinlich giftiger, als ich eigentlich vertragen sollte. Aber hey, man lebt nur zweimal. Wie bei der Zombies. Ja. Yeah. Ciao.